Die kleine Kölner Wohnung in der Nähe des Filmstudios hat er möbliert gemietet. Einfach, weil es praktisch ist. Dass der Schauspieler abends essen geht oder sich mit den Kollegen trifft, ist eher die Ausnahme. Also ich wäre gerne ein bisschen freier und wieder verrückter, so wie früher. Was einfach nicht mehr geht, weil man einfach unter Beobachtung steht. Sind Sie manchmal einsam? Bin ich. Was machen Sie dann? Versuche ich dann Kontakt zu finden zu Freunden oder irgendwie, dass man zumindest irgendwo noch mal mit jemandem spricht. Der Zustand ist dann auch nur sehr kurz. Aber generell habe ich viel Freude daran, Dinge zu teilen. Seit Jahren hat Dentröder eine Leidenschaft. Er denkt sich Events aus und inszeniert sie. Zum Beispiel ein Schlittenhunderennen mit Prominenten. Es ist eben mein eigenes Projekt und ich bin auch gern so mein eigener Herr und gerne selbstständig in dem Tun. Und das zeigt sich immer mehr, dass ich da nicht nur ein Händchen für habe, sondern dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Kühtai, Tirol. Einige Monate später. Ein ganzes Jahr hat es gedauert, alles vorzubereiten. Am Vorabend zum Hunderennen lädt er zur Gala. Zu den Auserwählten zählen Sänger Patrick Lindner und Gewichtheber Matthias Steiner. Schlafe schlechter, kürzer, spiele alles nochmal durch den Kopf. Ist schon unglaublich, so, was einem da so durch den Kopf gehen muss. Aber ich habe auch ein gutes Team und die puffen mir dann doch mehr ab, als ich ihnen zutraue. Also ja, ich habe immer so das... Das ist mein Manko. Ich kenne Till schon viele, viele Jahre und ich mag sehr, was er hier tut und für uns alle hier gerade organisiert hat. Um Mitternacht klingt der Abend noch lange nicht aus. 7.30 Uhr haben wir Besprechung und dann geht es an die Strecke und dann wird eingetaktet noch vorbereitet, in Ruhe nochmal nachgedacht, worauf es ankommt und dann ist auch nicht mehr viel Zeit. Also dann müssen die Sachen sitzen. Am nächsten Morgen stehen alle parat. Der Chef erklärt Schauspielkollegin Anja Kling noch mal, wie es geht. Das ist ja sehr anders, als ich das gelernt habe. Ja, wenn du die Kurve gehst, geht es natürlich so. Weil er das Spektakel organisiert hat, eröffnet Till Dentröder das Rennen. Über 3 Jahre hat er Erfahrungen gesammelt als Mascher, also Schlittenführer, und darf deswegen mit gleich 4 Hunden auf die Piste. Ich muss die Uhr sehen. 5, 3, 1, go! Ungefähr 10 Minuten dauert die Runde um den See. Auf die Sekunde ganz genau. Viele der Prominenten sind schon zum 3. Mal dabei und einige schicken auch ihren Nachwuchs auf die Bahn. Der Vater der jungen Starterin, Schauspielkollege Max Tiedorf, verzichtet auf die Schlittenfahrt. Aber Hauptsache, er ist da. Geladen hat Till Dentröder die Prominenz nämlich auch für einen guten Zweck. Über 100.000 Euro bekommt ein Herz für Kinder. Sobald der letzte Gast weg ist, abbauen, Rückbau, alles abwickeln, dann muss alles wieder zurück und eine Riesennummer nochmal Zelt abbauen. Dann hast du natürlich die Verantwortung, dass es alles wieder dahin kommt, wo es herkommt. Verantwortung bis zum Schluss. Und ja, dann fahre ich zurück nach Köln und um 7 Uhr wird weitergedreht. Wir sind Samuel von Hofland.